Wieder drin. Waren wir eben auch schon drin? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe gerade ein Video geschnitten, zu Ende geschnitten. Da hat Max mir geholfen, weil das war echt mir zu kompliziert. Hey Leute, herzlich willkommen bei TipTopTyp zu diesem neuen Video. Heute werden wir Verstecken spielen. Und das alles komplett im Dunkeln. Lass noch meinen Akku vollladen. Will ich jetzt sehen. Taschenlampe ankurbeln. Er ist auch mit dabei. Ja, glaube ich, eine groß genug. Oh mein Gott, die ist auf jeden Fall sehr verdeckt. Nee, was? Die kriegst nicht du, sondern die gleich, Person, die sucht. Gleich, wenn du dich erschreckst, einfach. Der als erstes gefunden wird, der sucht in der nächsten Runde. Wer fängt an? Freiwillige vor? Es ist alles im Stockdunkel. Ja. Mit 5 Kameras, mit diesem neuen Videoschnittprogramm, mit dem ich mich nicht auskenne. Und jetzt hat er da selber 2 Stunden dran gesessen und zum Schluss stand er auf und sagt, ich kann nicht mehr. Er hat aber auch echt klick, 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 2 Stunden durchgezogen. Ja, klick, 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 ich habe mir das angeguckt und da bin ich ja meilenweit von entfernt. Na gut, er arbeitet doch schon ein bisschen länger damit. Jetzt soll hier das gemacht werden. Das ist ja dann eher meins, ne? Ein Vogelhaus zusammenbauen. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich mal mit Esch zusammen. Dann kann er mal lernen, mit einem Akkuschrauber umzugehen und eine Schraube reinzudrehen. Ja, kann er, aber ich bin mal gespannt. Es gibt ja hier eine Anleitung dazu und die baue ich gleich mal mit ihm zusammen. Wenn er wieder da ist. Er ist gerade irgendwie draußen. Ist ja bestes Wetter draußen, ne? Und irgendwie ist er da mit einem Freund unterwegs. Rodeln, Schlittschuh fahren. Keine Ahnung. Mal gleich mal fragen, wo er war. Und jetzt geht es erstmal daran, Koch zu sein. Und zwar aus dem ganzen Kram von gestern ein bisschen was Neues zu machen. Aus Schafskäse-Spaghetti und Putenfleisch. Die Schafskäse-Spaghetti, die kam ja nicht ganz so gut an. Haben wir gegessen, aber Das sieht doch lecker aus und das riecht so gut wegen dem Knobi. Und ob das schmecken wird, ja, das weiß ich auch nicht. So, Ash ist schon fleißig dabei. Genau, einmal auffüllen. Und wie sieht's aus? Geht. Also, sauer. Also diese beiden fanden das nicht so lecker. Ich mag das total gerne, weil ich aber beides mag. Schafskäse und... Es schmeckt sehr nach Käse. Sehr Feta-Käse. Also ich finde es geht. Bisschen zu viel Feta-Geschmack, aber sonst. Und ich mache da jetzt was anderes draus. Eigentlich das beste Essen, das es gibt. Und zwar Reis, Erbsen und nicht ganz Wurst. Ich nehme das Fleisch dafür. Der Klassiker. Und ich bin immer noch nicht fertig mit dem Essen, aber Ash ist wieder da, also da hinterm Baum irgendwo. Und dann ist noch jemand hier, ne? Ich bin gerade hier bei uns in den Heizungskeller reingegangen und habe dann voll so einen Schreck gekriegt. Also, hier werden nur Videos gedreht, überall. Was machst du jetzt hier im Heizungskeller? Horchst du, wie laut die Heizung ist? Okay, und dann kommst du nach oben. Was man nicht alles in Kauf nimmt, ne, für solche Videos. Das ist unglaublich, was er hier treibt. Du bringst mich noch zum Wahnsinn. Nachdem meine Frau mir mein Brotbacken weggenommen hat, habe ich mich jetzt mal an Deko versucht. Das ist nicht dein Ernst, Schuki. Während ich hier gerade am Kochen bin eigentlich. So, ich zeige jetzt mal mein dekoriertes Regal. Das Regal soll einfach bei mir im Video kommen, weil ich hier so eine Rundtour mache und das in meinen Videos noch gar nicht gezeigt habe. Also kannst du das nicht folgen. Also ich zeige jetzt mal nicht mein dekoriertes Regal. Du bist mit bekloppt, ey. Guck mal, was wir hier gemacht haben. Das ist alles unscharf hier. Das hier, das gehört nicht hierher. Also wir sind sowieso umgestellt.
So, jetzt könnt ihr alles normal sagen, jetzt ist die Kamera scharf. Das passt noch am nächsten. Das passt hier gar nicht, was ich hier gemacht habe. Also darf ich es jetzt zeigen oder nicht? Ja, zeig das. Ich werde es sowieso ändern. Alles, das ist mein dekoriertes Regal. Ich habe kurz gesagt, alles, was dich irgendwo was gestört hat, hast du es hingestellt, ne? Mit einem wunderbaren Holzstück hier drauf, einem Kissen, einem Ding, was mich sowieso irgendwo gestört hat, und das war, stand auch irgendwo rum. Und dann dieses hier, was wir nicht mehr benutzen, und das stand ja vorher schon da drauf. Also, man sieht schon, meine Art zu dekorieren ist, das hinzustellen, was man woanders nicht braucht. Ja, ist das, nicht ist toll. So? Ja, das ist super. Und was hast du jetzt gesagt mit dem roten Kochtopf? Ich habe nur gefragt. Das ist mein neuer. Guck mal. Das ist ja, weil die anderen Gusseisentöpfe ja nicht so richtig gut sind, habe ich mir den in mal untergesetzt. Er hört gar nicht zu hier. Er wird sich noch wundern. Später mal, wenn er irgendwas kochen will und dann weiß er nicht, welche Töpfe er nimmt, dann wird er sich sagen, hätte ich Papa bloß zugehört. Hätte ich. Hätte, hätte, Fahrradkette. Der ist raus. Ich hab nichts gesehen. Also, der ist weg. Und ich bin ja sowas von begeistert von meinem feuerroten Kochtopf. Der passt so farblich richtig perfekt hier rein. Hallo? Das ist im perfekten Kontrast zu sehen. Kontrast zu schwarz, Kontrast zu weiß. Das ist so, nicht weiß, ist grau. Das ist absolut passend. Was ist denn da drin jetzt? Zeig mal. Der Reis kocht schon. Guckt euch das mal an. Das ist ja immer wieder erstaunlich, wie Feuer die Suppe zum Kochen bringt, ja, oder? Ja, cool, ne? Ich finde das total gut. Ich habe tierischen Hunger. Da unten wärmen wir einfach den Raum und obendrauf kochen wir. Ja. Das ist absolut genial. Ich bin begeistert, begeistert, begeistert. Habe ich schon begeistert gesagt? Ja. Begeistert? Mhm. So, allerdings hat das Ding einen Nachteil hier. Na, zu heiß, ne? Es ist kein Knopf oben auf dem Deckel, womit man so abheben kann. Ja, okay, stimmt. Aber dafür ist es ja auch eine Pfanne. Wäre da ein Knopf drauf und du legst das andersrum auf, dann geht das nicht, ne? Nicht. Stimmt. Man kann nicht alles haben. Und der Reis wird probiert. Der Stuhl wird geklaut. Was ist denn jetzt los? Ich finde diesen Topf richtig schön, schön weiß von innen. Ja, ne? Nicht so schwarzdeckig werden. Ja, und stabil. Und, fertig? Ja. Okay. Dann kommt jetzt nur noch eine Tasse Erbsen dazu, gefroren. So, leer. Und jetzt kommt nochmal eine Tasse geschnibbeltes Fleisch dazu. Normalerweise kommen da ja eigentlich nur Würstchen rein, ne? Also geschnittene Würste. Fertig. Das Reiserbsen-Fleisch-Risotto. Hier werden die letzten Reste von gestern noch warm gemacht, was hier an Spaghetti ist. Ich hoffe, dass die überhaupt warm werden jetzt noch. Warum nicht? Der Ofen hat irgendwie 200 Grad oder so. Ja. Und nun sollen es doch Bratennudeln werden. Und hier ist unser Risotto. Schnucki, können wir essen? Ja. Kinder, gebt Essen! Hallo, habt ihr Hunger? Wo ist denn das andere Kind? Achso, ist schon durchgelaufen. Und unser Vogelhausprojekt kann starten. Esch ist am Start. Ja. Bohrmaschine schon in der Hand. Jetzt muss man nur noch mal gucken, wie das zusammengebaut wird hier, ne? Also hier ist der Plan. Hier liegt das Holz rum, das wir dafür haben. Das sieht nach dem Dach aus. Das sieht nach dem aus, wo das Futter reinkommt. Okay. Starte mal. Okay, Oh, hier ist der Profi am Werk. Mhm. Und welche Schrauben sind da rein? Das weiß ich nicht. Kann man das hier irgendwo sehen? Ja, das ist so alles abgebildet hier. Muss man suchen irgendwo. Irgendwo steht das hier. Ich mach drüber, wie es in der Anleitung steht. Und Feuer. Ein bisschen drücken natürlich. So, das erste Teil unten ist fertig. Jetzt schraub weiter. Kann ich ruhig drehen. Okay. Ist schon drin? Sieht so aus, ja. Und schon bin ich allein. Ich glaube, das mit dem Schrauben, das war nicht so erst Sache. Aber dafür ist jetzt die Hütte fertig. Tja, und da hätte ich doch fast vergessen, nochmal gute Nacht zu sagen. Das ist jetzt 10:30. Wir haben gerade eben noch Star Wars geguckt, also meine Flo und ich. Star Wars, ne? Den zweiten Teil von den 6. Ja, und nun geht's ins Bett. Gute Nacht.
have to try harder than you fight. You might be lost like sunshine in the night. You know what they say, life's about to end. If you wanna be someone, you don't have to wait. You just have to try harder than you fight. You might be lost like sunshine in the night.